Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Little Nightmares. Wir sind jetzt bei Part Nummer 7, spielen natürlich immer noch das kleine Mädchen Six und müssen natürlich aufpassen, weil da vorne kommt jetzt gleich wieder hier seine komische Grabschantier, da ist er auch schon. Ah, jetzt kommt er sogar von beiden Seiten natürlich, ja, das gefällt ihm natürlich. So, wenn er jetzt die Hände nochmal oben hat, dann werde ich ganz, ganz schnell dort entlang gehen. Nämlich jetzt. Jawohl, wunderbar. Ja, mach die Grabscher da weg. Ach, ja, ach ja, stimmt. Jetzt bin ich wieder drin, alles klar. Ich muss ja direkt weiter rennen. Stimmt. Jetzt bin ich wieder drin, Freunde. Alles klar. Jetzt bin ich wieder drin. Ich muss direkt rennen. Nein, ach. Unten entlang, okay. Und dann, wenn ich durch bin, geht das Ding wahrscheinlich runter. Alles klar. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid, Freunde. Warum? Was du? Warum? Was macht die denn da? Da habe ich gerade schon. Muss ich machen. Was muss ich tun? Ob ich was mit dem Käfig machen muss? Was muss ich denn da drin tun? Verstehe ich schon wieder nicht. Wo ich mich festhalten könnte. Ob ich die ganze Zeit erst einmal so hin und her springen muss, dass ich vielleicht eine gewisse Zeit aushalten muss hier so, wisst ihr, wie ich meine? Ja, es sieht so, ob der Käfig weiter runter geht, aber irgendwie aber auch wieder nicht. Und wäre schon cool, wenn der Fahrstuhl jetzt einfach mal so zugehen würde, die Tore, die Arme wären weg. Und wir sind alle glücklich. Ich habe keinen Plan, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Fahrstuhl bringt er definitiv nichts. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da am Gitter dran muss, aber was soll ich da dran machen? Jetzt hat er mich wieder, toll. Und jetzt war wieder alles für Lau oder was? Alles für Nüsse. Ah, doch, habt ihr gesehen? Ich muss doch da dran ziehen, damit die Gitterstäbe weiter weggehen. Ach so. Okay. Also doch. Ich muss nur den richtigen Moment abwarten, ne? Kann ich mir vorstellen? Okay, jetzt weiß ich, wie ich es mal machen muss. Oh, warte mal. So, da greift er als erstes. Ne? So, jetzt gucken wir uns das mal eben an. So, dann greift er jetzt zu mir. Jetzt
Jetzt greift er hier, dann greift er mit dem anderen Arm aber zu dem Gitter. Okay. So, und dann? Macht er so und dann tauscht er. So, okay. Aha, okay, das war nochmal alles klar. Okay, wunderbar. Jetzt weiß ich wenigstens, was los ist hier. Jetzt weiß ich wenigstens, was los ist hier. Ja! Geschafft! Die Arme sind ab! Wir haben es geschafft! Jawohl, die Arme sind weg! Ich glaube, das war der erste Albtraum, denke ich mal. So ein erster Abschnitt des Traums. Einer von vielen Träumen. Okay. Scheint so, als wären wir wieder aufgewacht irgendwo. Nein, ein von so einem Luftrohren. Abzugsrohren. Luftschächte, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Luftschächte. Haben wir jetzt gerade erschrocken, weil ja da diese komischen Haken hängen. Ist der das gewesen? Okay, da können wir auf jeden Fall nicht lang. Die Dinger werden einfach so in der Luft gespawnt, anscheinend. Okay. Ah, okay, kann es sein, dass ich mich jetzt an so einem Haken hier festhalten muss? Nicht? Okay. Ich kann damit auch nicht viel machen. Versuch's nochmal an so einem Haken. Ja doch, okay, das geht wunderbar. Ja, wir müssen uns sogar festhalten. Da oben ist der Koch. Wahrscheinlich der bekannteste Gegner aus Little Nightmares. Und wir beginnen wieder Hunger zu bekommen. Ja, und jetzt sind wir ja gleich in der Küche. Und die Frage ist, was müssen wir uns die erstmal reinzwängen? Nein, die Ratte, die jetzt in die Rattenfalle gegangen ist. Ich schaue mich einmal kurz hier um, ob hier irgendwo eine Statue oder so liegt. Das könnte ja durchaus möglich sein. Da ist die Ratte.
Und wir haben anscheinend so viel Hunger, dass wir jetzt sogar die Ratte essen. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ich denke mal, wir müssen es, oder? Na gut, was willst du anders machen? Ne, es geht ja nicht anders. Wir müssen ja irgendetwas essen. Wir können ja nicht verhungern, ja? So traurig es auch scheint, aber es geht einfach nicht. Ob ich diese Wand oder dieses Regal hier. Okay, anscheinend. Doch, es geht. Okay. Was haben. Okay. Was? Okay. Ob das war, ob das so ein kleiner Geheimgang war? Und da sehen wir diese Frau, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Und ob diese kleinen Statuen jedes Mal diese Frau ja zeigen soll? Was liegt da unterm Tisch? Ich kann es nicht erkennen, muss ich sagen. Komme ich leider auch nicht rein. Okay, aber wir haben anscheinend so einen kleinen Geheimgang gefunden. Der natürlich durchaus nicht schlecht ist. Ja, genau. So sieht es sogar aus. Wunderbar. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, so wie es ausschaut, Freunde, kommen wir in die Küche und dann natürlich zu dem Koch. Ich würde natürlich jetzt gerne das erst in der neuen Folge machen, aber wir haben aber noch einiges an Zeit auf der Uhr. Deswegen machen wir es auf jeden Fall jetzt noch, weil ich musste auf jeden Fall, ich habe ja was geschnitten am Anfang. Ging ja nicht anders. So, wir sind jetzt hier in der Speisekammer angelangt. Kartoffeln, Möhren. Ist das alles? Zwiebeln. Jede Menge Töpfe. Dahin werden die Messer geschärft, höre ich gerade. Schwämme liegen da auf dem Boden. Oh mein Gott. Hier liegt überall dieses ranzige Essen. Da liegt so ein ganzer Fisch. Ist das, sind da zwei Fische? Oder ist das der eine nur der Fischkopf und dahinter ist dann das Bauchteil? Okay, es passiert immer dasselbe. Das heißt, er schneidet ein Stück Fleisch, wirft eine Wurst in den Topf und dann geht es genauso weiter. Okay, passt auf, wir versuchen mal etwas. Oder wir lassen uns erst einmal fangen. Wir lassen uns erst einmal fangen. Hallo. Oh mein Gott. Okay, okay. Ja, da wären wir direkt mit dem Hackeball. Ja, ich will es gar nicht aussprechen.
Okay, den interessiert anscheinend die Sü... Boah. Okay, das war wohl wahrscheinlich hier nur der erste Teil der Küche. Jetzt kommen wir gerade in etwa in einem etwas größeren Bereich. Ich würde gerne mal den Backofen leise aufmachen. Scheiße. Okay, da in dem großen Steinofen, nenne ich das mal, ich sogar auch so ein Auge, seht ihr das? Dahin rührt er irgendwas um. Da vorne, ja, okay, da vorne, da, seht ihr das klar? Ah, da steht wieder so einer. Okay, da liegt ein Fisch. Ah, nein. Was macht er denn jetzt? Okay, jetzt holt er irgendein Gewürz aus dem Schrank. Okay. Das ist natürlich scheiße. Wir brauchen... Oh, ich glaube, jetzt kommt er hier entlang. Ja, ich wusste es. Was macht er denn jetzt? Wie kriegt er... Wie holt er mich denn da runter? Geht nicht, war du dicket Vieh. Bam, nimm das. Bam, nimm das. Tja, Dicken. So. Hier überall liegen, hängen Fische, da ein ganzer Schwertfisch. Gibt's aber nicht. Hier liegt Brot. Anstatt ihr halt Brot mal isst, ne? Na gut. Kann mich sehen, aber kann nichts gegen machen. Da guck mal, ah, er mit seinem kleinen Ärmchen, mit seinem kleinen dicken Arm, ey. Wie er mich haben will. Okay, liegen überall Fischreste, das ist so ekelhaft. Ich frage mich echt, wie der überhaupt hier hochkommt. Um die ganzen Sachen da überhaupt wegzuholen. Okay, ja, wir müssen hier entlang. Okay, auf dem Personalklo verlassen wir uns jetzt hier mal. Also verlassen wir mal die Folge hier. Und dann, Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und ja, na, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Wenn es wieder heißt Little Nightmares, die jetzt mal mit dem dicken, fetten Koch. Also, Freunde, bis dahin alles Gute, haut rein. Peace.